Wir haben uns physio- und manualtherapeutische Studien angeguckt, aber auch psychotherapeutische Studien. Und ein großes Problem da ist, was ist die Placebo-Kontrolle? Ja? Also wie kriegen wir es hin, den Placebo-Effekt vom Behandlungseffekt zu unterscheiden? Und in Medikamentenstudien macht man das mit einer Pille, mit einer Zuckerpille. Aber das kann man natürlich in so einer komplexen Intervention, die auch über mehrere Behandlungen läuft, nicht einfach so machen. Und von dem Startpunkt aus habe ich in meiner Promotion über die letzten 3 Jahre eine Richtlinie entwickelt, die Forschern dabei helfen soll, das konzeptuell und praktisch hinzubekommen. Also die Prinzipien aufstellt, um zu sagen, so kann man eine Placebo-Kontrolle für eine komplizierte Intervention darstellen. Und so soll das dann auch aufgeschrieben werden. Also da geht es ganz viel auch um Transparenz. Die Leute müssen rechtfertigen letztlich, ja, oder zumindest darstellen, was die Rationale, der Hintergrund war, warum sie ihre Placebo-Kontrolle so entwickelt haben, wie sie es gemacht haben, und das dann auch aufschreiben. Und der Gedanke dahinter ist dann, dass wir besser verstehen können, was wirklich vorgefallen ist in diesen Behandlungsstudien, und dann interpretieren können, was das Resultat wirklich bedeutet. Magst du noch ein bisschen darauf eingehen, vielleicht für die ZuschauerInnen, die jetzt vielleicht sich nicht so gut mit klinischen Trials auskennen, warum ist das ein großes Problem, dass wir keine gute Placebo-Kontrolle in physiotherapiebezogenen Studien haben? Ja, richtig gute Frage. So als Therapeut oder Therapeutin denkt man sich, das, was ich mache, ja, hat eine bestimmte Wirkung, und das hängt damit zusammen, speziell mit dem, was ich mache. Also du hast eine Nackenbeschwerde, ich habe diese Behandlung, versuche das zu lösen, das zu lockern, deswegen funktioniert das. Wir haben oft so eine klare klinische, mechanistische Erklärung dafür. Und jetzt stellt sich aber die Frage, okay, was, wenn dem überhaupt nicht so ist? Ja? Was, wenn es überhaupt egal ist, in welche Richtung du da was drehst oder was du kräftigst oder was du dehnst? Ist es dann ein Problem? Manche Leute würden sagen, nee, dann brauchen wir keine placebo-kontrollierten Studien, sondern wir können das vergleichen mit, was passiert in der einen Gruppe, wenn du nichts machst, verglichen mit dieser Behandlung, die du da hast. Aber eine placebo-kontrollierte Studie speziell versucht zu sagen, dieser Mechanismus, den du da postulierst oder von dem wir ausgehen, dass der wichtig ist für die Behandlung, den versuchen wir rauszuteasen, den versuchen wir zu identifizieren, zu isolieren und zu gucken, hat der einen Effekt? Und diese ganze Konferenz hier dreht sich natürlich um die Erwartungshaltung und deren Einfluss auf Behandlungseffekte, den Placebo-Effekt. Und wir wissen halt, dass der auch einen Effekt hat. Wir haben gerade ein Poster gezeigt. So ungefähr ein Drittel von den Behandlungseffekten können wir in manualtherapeutischen Studien dem Placebo-Effekt zuschreiben. Das heißt, wir versuchen, das zu isolieren. Da geht es dann halt auch darum, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Osteopath. Wenn man mir am Anfang meiner Ausbildung zum Beispiel gesagt hätte, ja, die Osteopathie, die wirkt jetzt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, dann hätte ich mir vielleicht zweimal überlegt, ob das was ist für mich. Insofern, glaube ich, gibt es da zumindest eine ethische Notwendigkeit, placebo-kontrollierte Studien zu machen. Und ich denke aber auch, dass sie vor allen Dingen auch helfen können, den Mechanismus besser zu verstehen, sich dann auf die Behandlungen zu konzentrieren, von denen wir Mechanismen haben, die logisch sind und die dann auch über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Die können wir dann kombinieren. Also es geht auch eher darum, noch Behandlung zu optimieren. Es geht ja auch gar nicht darum zu negieren, dass der Placebo-Effekt wichtig ist, ja, und dass diese ganzen Kontextfaktoren wichtig sind. Hier geht es ja auch ganz viel darum, wie man die verstärken kann und wirklich bewusst nutzen kann. Aber in diesen klinischen Studien, also in diesem wissenschaftlichen Kontext, geht es halt auch darum, kausale Zusammenhänge herzustellen. Und das können wir besser, wenn wir eine gute Placebo-Kontrolle haben, damit wir es vernünftig interpretieren können.